Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, diesmal fahren wir nach Chaibar, zu einer antiken Stadt auf einem kleinen Berg. Dann geht's zum Splitrock, ein bisschen Sandfahren, ein bisschen neben hinaus. Es sind aber mehrere hundert Kilometer und danach geht es nach Al Ula in die Zeitgeschichte hinein, wo die Nabatäer damals diese Grabstätten gebaut haben in den Stein hinein. Okay, viel Spaß beim Schauen und tschüss. Die Vulkantage sind vorbei, jetzt geht's wieder raus auf die Hauptstraße und dann Richtung Chaibar. Wunderschöner Ausblick, schaut euch mal die Blümchen an. Die Blümchen, die gehen da fast unter. Black and White Camels werden hier getrieben in den Black and White Volcanoes. Hier ganz modern mit Auto. Wir sind in Chaibar und machen jetzt ein Abendessen hier am Gelände. Ja, hier in Chaibar, das ist jetzt eigentlich mehr so ein Touristenpark. Hier kann man auch essen, deswegen sind wir da. Wir haben uns den Eintritt jetzt von 95 Saudi Riyal erstmal gespart und schauen uns mal an, was wir hier zu sehen bekommen, wenn wir hier essen. Hier geht's ins Gelände und hier haben wir unseren Driver, der uns da jetzt reinfährt. Ja, wir sind hier in Chaibar, einer ganz älteren Stadt, und da seht ihr gerade das Highlight dieser Stadt auf diesem kleinen Berg. Und wenn man essen geht, dann kommt man hier eigentlich kostenlos, zumindest zum Restaurant. Ansonsten bezahlt man für eine Tourbesichtigung, damit ihr das seht, was wir jetzt auch sehen, 20 Euro oder eben ihr geht essen. Diese Städte hier haben die Oase begrenzt und sie wurden bewohnt bis 1970. Und da war sehr viel Wasser vorhanden und das Ganze natürlich auch mit einem Vulkangestein, sodass wir hier fruchtbaren Boden hatten. Und es gab sehr reiche Menschen hier. Das war also eine wohlhabende Stadt. Das ist die Restaurant-Ecke und wir müssen erst noch die Tischfrage klären, weil es hier unheimlich windet, wo wir letztlich jetzt essen können. Wir haben jetzt einen Teller voll Kunstwerke bekommen. Lauter verschiedene Vorspeisen. Es ist ein Wohlgenuss, was die Saudis doch alles hier kochen können, statt immer nur Reis und Chicken. Ist das ein Ja, da lassen wir es uns jetzt schmecken. Abendstimmung hier auf der Terrasse. Wir haben gerade sehr, sehr fein gegessen. Ja, auch die Saudis, die haben auch viel Sinn für Schönes und für Design und auch für modernen Lebenskunst. Auch hier kann gegessen werden. Hier gibt es eben Zelte für die Familien und alles herrlich beleuchtet. Es ist richtig stimmungsvoll hier. So, wir sind unterwegs zur nächsten Sehenswürdigkeit. 220 Kilometer entfernt. Die Distanzen sind hier immer vielfach größer. Und das ist dann der Splitrock. Seit über 15 Minuten sind wir alleine auf dieser großen Straße. Der Benny da vorne und ich hinterher. Keine Autos, das ist ja wirklich schön zum Fahren. Da kommen sie schon, die ersten Steine. Und einen ist da ganz besonders, zu dem fahren wir jetzt. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind, um diese Steine anzugucken. Deswegen fahren wir mehrere hundert Kilometer. Wir verlassen jetzt hier die Teerstraße und gehen auf die Piste und wollen eine Gegend besuchen mit sehr, sehr schönen Steinformationen, den Split Rocks. Und da macht Sinn, dass sich René wieder seine Reifendruckanlage hinbaut. Reifendruck ist jetzt bei vorne 1,8, hinten 2,6 und im Moment geht's gut. Also die Strecke ist eigentlich gut befahrbar, ab und zu Weichsand, wie hier. Spuren da schön vor, dann wird der feste Boden, also man kann da eigentlich nicht verloren gehen. Man kann sich immer wieder retten auf festem Boden. Also die Künstler unter euch sehen da bei diesem Stein einen Elefantenkopf.
So, zum ersten Mal mit dem Benni auch ein bisschen zahlend. Ich sage ihm ein bisschen, wie es geht. Und voilà, genau so. Vor uns der chinesische Drache. Man sieht schon seinen Kopf aus dem Boden ragen. Und es geht durch Weichsand mit wenig Reifendruck, ein bisschen schlingern. Liegt der steingewordene chinesische Drache oder vielleicht ist es auch eine Schildkröte. Ja, oder Nessie aus dem Loch Ness hat hier gerade Wüstenurlaub. Wer weiß, das ist es eurer Fantasie überlassen. Sieht jedenfalls toll aus. So, das gleiche nochmal mit dem Benni. Uiuiuiui, es wird knapp. Aber es geht. Da ist der berühmte Splitrock, der hat einen Schnitt wie mit der Kreissäge. Wir sind aber nicht alleine. Das ist unser Schlafplatz, aber da kann man natürlich auch toll da oben am Felsen mal Aussicht genießen. Der Rede macht ein bisschen Show hier. Machst du auch Hieroglyphen? Na, Petroglyphen. Yoga! Yoga! Oh, das ist natürlich ein toller Platz für Yoga. Jetzt wird's gut. Das schaut nach Balance aus. Perfekt. Also, da kommt mal wieder der Schweizer durch. Der möchte gerne den Gipfel erklimmen, aber die Leiter ist zu kurz. Ja, ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich, ist überhängend, gell? Uiuiui. Ja, und jetzt hält dich die Höhenangst an der Stelle fest und geht nicht mehr weiter. Schluss, gell? Überhang. Tja, leider zu kurz. Leider zu kurz. Also Bergsteigerausrüstung vergessen. Natürlich sind wir ja neulich auf die Vulkane hoch. Das war schon mega gefährlich, aber da konnte man noch klettern. Hier ist senkrecht Wand und dann, tja, und Überhang. Also er sucht einen neuen Weg, er will es doch wissen. Sonnenaufgang hier am Split Rock in dieser besonderen, wunderbaren Gegend mit tollen Steinen.
und Formationen. Und da ganz hinten am Split Rock steht der Camper zusammen auch mit dem Benny. Das Teil hier nennt man Split Rock, und zwar aus dem Grund, weil der da mittendrin, ihr seht es, einen Schnitt hat, wie von mit der Kreissäge. Sacke gerade, und noch ist er zugänglich, aber irgendwann sperren die alles ab und dann kutschieren sie dich mit einem Geländefahrzeug rein, wie sie es bald überall gemacht haben. Leider, ja, und er steht nur auf so kleinen Stelzen, kann man sagen, vor allem der linke. Aber er steht immer noch. Ja, wow, es ist einfach schön hier. Hier hat so viel Ruhe. Gerade mal ein paar Vögel zwitschern, sonst keine Geräusche. Hier in der Wüste hat man mal Zeit, auch mal etwas zu reparieren. Und zwar die Wasserpumpe ist mir ja in Georgien ausgestiegen und jemand hat mir dann eine gebracht von Deutschland. Das Problem bei dieser Wasserpumpe sind diese Kohlen, Kohlebürsten nennt man sie auch. Die sind ziemlich abgenützt und jetzt habe ich mir neue besorgt. Hier irgendwo in einem Shop gab es neue und da habe ich sie jetzt schon reingemacht. Und dann funktioniert das Motörchen wieder tipptopp. Aber ich werde mir die nicht mehr kaufen, weil diese ist einfach, die Markopumpe ist einfach zu laut. Und die Kohlen nützen sich zu schnell ab nach eineinhalb. Die ganze Wüste blüht. Alles so Margeritchen. Alles schön grün geworden. Der Benny schaukelt auch über Steine und Sand hier bei uns. Fantastische Landschaft, doch leider links alles eingehakt über Kilometer, da mal Ulla, da kommt man nicht mehr frei rein. Rechts geht's noch, aber ist eine Frage der Zeit, leider. Wir fahren Richtung Al-Ulla und das ist so eine tolle Landschaft hier. Es hat tollste Steinformationen, es ist einfach nur schön. Oh, was für einer tollen Kulisse leben hier diese Menschen. Ui, ist das wieder schön, so tolle Felswände hier. Und da denke ich, es kann kaum besser werden, aber dann kommt in der Ferne sowas. Wir sind jetzt im Elephant Rock Park. Ich nenne ihn mal so. Und zwar wegen diesem Stein. Sieht aus wie ein Mammut, aber und der wird ganz gut vermarktet, wobei der Eintritt kostet nichts. Ab 4 Uhr geöffnet, voll früher nicht.
Hier gibt es auch Entertainment für den Abend in Al-Ula. Al-Ula wird doch ziemlich vermarktet, ganz klar. Aber ist schon irgendwie auch cool, so eine Area. Das waren fantastische Bilder. Jetzt geht's nach Hegra, der ja, halbberühmten Steinstadt bzw. Ja, Gebäude in Stein gemeißelt wie die Petra in Jordanien, und da gehen wir jetzt hin. Das sieht schon prächtig aus. Hier wurden ehemals mit Holztüren verschlossen. Und die Leichname waren einbalsamiert, wurden auch auf Holzbrettern dann jeweils getragen und wurden hier dann begraben. Also es gibt hier die perfekten Gräber, aber auch die, die von der Erosion richtig schon zerfressen wurden. Hier hat es den Felsen weggebrochen am Schluss, dafür kann man mal reinschauen, auch schön. So, jetzt hocken wir hier in diesem Panoramabus und lassen uns hier durch die Gegend chauffieren, durch diese prächtige Landschaft. So, das ist mein Steak, ein Riesenteil, und mit dem gehe ich in die Grabmäler rein, weil man darf ja das Ding nicht betreten, also mache eigentlich alles richtig. Und da hat es ganz viele Bikes. So, wir machen ja hier eine gebuchte Tour, es ist ja alles nur noch per Tour möglich zu besichtigen. Hier lebte das Volk der Nebatier. Und jetzt schauen wir, das sind Gräber. Und jetzt schauen wir da mal ein bisschen rein. Ich habe einen langen Stick und ich versuche da hochzuhalten, weil das Teil ist 5 Meter oben. Und da ist so ein Felsgrab. So, jetzt sind wir mal drin. Die ist ebenerdig und da haben dann doch ein paar Platz. So, da ist das nächste Grab, dank meiner Kamera, die da oben hängt, kann ich da mal reingehen, euch das zeigen. Ja, nächste Grab, da gehen wir wieder mit dem Stick rein, so sieht das aus. So, das nächste Grabmal, es gibt da jede Menge. Und auch da gehen wir mal rein, beziehungsweise nur der Stick geht rein. Oh, das sind die schönen Grabmäler. So, das sind die ganzen Grabmäler in der ganzen Felswand verteilt rundherum. Die bieten hier auch so E-Roller-Bikes an. Mit denen kommst du auch von A nach B. Jetzt geht's zu den nächsten Grabmäler. Da wurde mal reingeschossen. Oh je. Which means in English the Girl's Mountain. Any guesses or any thoughts why we call it Girl's Mountain? I mean, why we specify it here only for girls? We see they came from Petra in Jordan and then they decided to choose Hegra as their second powerful city. Wir bekommen hier auch gute Erklärung zu diesen Grabstätten von dieser Dame, die uns informiert. Das ist der Mädchenberg und auch hier gibt es diese Grabstätten. Ganz oben sieht man die Treppen, wonach man geglaubt hat, dies brauchte man fürs Jenseits. Dann gibt es weiter unten noch Symbole wie den Adler, der die größte Gottheit damals dargestellt hat, oder auch die heilige Zahl 5 mit 5 Rosen. Und im Giebeldach findet sich auch Medusa mit 2 Schlangen links und rechts, die das Grab beschützen soll. Der ganze Felsen voller Gräber. Das hier ist fast noch schöner wie die Gräber selber. Das hat die Natur gemacht. Also es ist fantastisch. Hey. Ich meine, die Gräben, die Felsgräben und oberhalb auch diese Erosion, einfach traumhaft. Jetzt sind wir mal
im Grab, das einzige, das man besichtigen darf. Das sieht dann so aus. Aber auf dem Rad die Natur zu erkunden, ist natürlich nochmal schöner. Hier nochmal der Blick zurück, von wo die Gräber sind. So, das ist eins der großen Grabmäler, muss wohl ein großer König gewesen sein. So, das nächste Highlight. Was auch immer, da ist eine Versammlungsraum oder so. Höchster Punkt hier über Hegra, dieser heilige Platz mit Versammlungsraum am Jabal Idlib. The meaning of this horn. Yeah, I will explain now. So, Idlib Mountain is a natural sandstone, and it's the highest place in all of Hegra. We can see Hegra from this top with a panorama view. Here we have a diwan, which is mean it's a dining area where the elite people make their political, economic, and religious meetings and tribal decisions inside this place. It's a religious area, so they carved a small basin over there for purification. But before they get started to do their religious ceremonies inside the Sikh, which is the house of gods. Let's continue. Can I take photos together? Which is the eagle, also they carved. The eagle, oh, yeah. Okay. Also they carved it. And then you used to do the religious sermons in this. Mit diesem Bus werden wir umschaffiert zur nächsten Grabstätte oder was auch immer. Hi, and welcome. Thank you. So. Okay. Hello and welcome to the Handy Crossing building. Today I'm going to talk about the Neptune and what they were making of pottery and the clay. These are some examples what they can do: plates, coats, and these are for saving the food, water, and sometimes they use it for medical things. And maybe next time. Show us your talent. Yeah. When did they start with this construction? So 500 after Christ? Yeah, maybe around this years, for the Neptune. And we don't know a specific way. You don't know way. Exactly. Yeah. Collect them again and mix it with a little bit water to be easy to shape it. And then after that, put it inside that Tonherstellung oven, erklärt. Old oven. It's over there at the back. This one is Uthmani Railway, starting from that Turkey, passing to Jordan, and then Tabuk, and then Alula, and stop at Al Madinah. And the Osman built it? The Uthmani Railway Station. But now it's over. Now it's not working. Der Herr hat uns gerade erklärt zu dieser Eisenbahnstation. Das ist eine osmanische Eisenbahn, die auch von Georgien über Armenien bis hierher nach Saudi-Arabien ging. Ist gerade unter Reconstruction, aber wird irgendwann geöffnet zum Ansehen. Also die Araber haben schon drauf, schöne Rastplätze zu schaffen. Hier gibt es zum Schluss noch eine Ausstellung, in der beschrieben wird, wie Forensiker das Abbildnis einer Frau aus der Nabatäenzeit rekonstruiert haben, die vor 2000 Jahren gestorben ist. Das ist eine ganz spannende Sache natürlich, dieses Thema. Und so kann man sich ein Bild machen, wie diese Menschen früher ausgesehen haben. Und so entsteht dann ein neues Gesicht aus einer Zeit von vor 2000 Jahren. Ja, Hegra ist ja Weltkulturerbestätte und ich muss sagen, es war einfach nur schön hier. Hier nochmal Blick aufs Visitor Center. Der Service ist perfekt. Die Saudis haben Gastfreundschaft in Perfektion. Es ist einfach
Gut gemacht. Bist du Beifahrer? Einsteigen. Caddy als Transport. Wir fahren mit den Caddies. Das ist ein Transfer. Kostenfrei fahren wir jetzt mal in die Altstadt hier in Alola. So, jetzt machen wir mal einen Besuch in der Altstadt von Alula. Ja, hier geht es wohl mehrheitlich um Verkaufsshops. Aber auch um schönes Sitzen und Essen in Cafés am Abend und tagsüber. Sieht ein bisschen aus wie eine Westernstadt. Und schön ist, dass da keine Autos rumfahren. Ja, in Al-Ula haben die Saudis hier vor diese gigantische Felskulisse eine Tribüne gestellt, wo es auch in Al-Ula möglich ist, hier Kulturdarbietungen zu machen auf diesem großen Platz. Die Altstadt wurde schön hergerichtet und natürlich auch touristisch, aber es ist überhaupt nicht überlaufen. Also eigentlich schön. Der René ist gerade hier Lonesome Cowboy. Irgendwie hat es so ein bisschen Touch hier wie eine Westernstadt. Speziell diese lange Hauptstraße. Wir sind im Wacker-Café gelandet. Hier gibt es wieder Kaffeeprobe und Cookie spezielle Cookies. Yeah. Cookie? Hasawi. Hasawi. Cookies. Okay, die werde ich mal probieren. René, du passt hier in den Laden farblich, absolut. Ist das robuster? Yes. Oh, okay. Geht's mal ein bisschen in die Altstadt rein. Die Häuser schön, Fassaden renoviert, innen drin kaputt. Die meisten. Leider sind hier die wirklich alten Gassen abgesperrt. Die sind mega am Renovieren. Deswegen gibt es hier nur Schönes, Neues zu sehen. So läuft das heute. So sieht es hinter den Kulissen aus. René hat gerade seinen Spaß hin. Der ist jetzt einfach mal eingestiegen. Oh ja, komm ich so. Ja, ist er da gelandet. Der macht es mal so wie die Saudis. Du machst es so wie die Saudis. Die gehen auch immer einfach in den Camper rein, gell? Er schaut ein bisschen überrascht. Ja, das war es wieder, immer der gleiche Spruch. He. Ja, danke, wart ihr dabei und ja, wir sehen uns wieder. He. Hoffe ich auf jeden Fall. Okay, tschüss, Daumen hoch. He. Tschüss.